Die Späne fliegen, Dirk Baumann in Aktion. 2 Meter lange Handzusägen, messerscharfe Äxte und starke Motorsägen stehen bereit. In 3 Axt- und 3 Sägedisziplinen gliedert sich der Wettkampf. Zuerst das Fällen eines Baumes mit der Axt. Ich bin vom Beruf Forstwirt und arbeite immer noch jeden Tag auch im Wald. Und am Wochenende, wie jetzt hier zum Beispiel in Olfen, machen wir dann unsere Vorführung hier, um den Leuten den Sport ein bisschen näher zu bringen. Man muss, wie ich schon sagte, gewisse körperliche Voraussetzungen haben, aus meiner Sicht. Man sollte also schon eine gewisse Fitness besitzen, eine gewisse Kraft auch besitzen. Jeder kann es vielleicht nachvollziehen, dass so eine 30 Kilo schwere Säge für einen, der 70 Kilo wiegt, nicht einfacher ist hochzuheben als für jemanden, der 100 Kilo wiegt und auch die entsprechende Kraft vielleicht hat. Die Motorsägen kommen zum Einsatz, zur Verfügung gestellt von der Firma Stihl. Bei der Show und auch im Wettkampf steht Sicherheit an erster Stelle. Schutzbekleidung ist Pflicht. Also die Schutzvorschriften sind natürlich die wichtigsten, und wenn ein Sportler sich da nicht daran hält, zum Beispiel seine Schutzbrille nicht trägt, seinen Gehörschutz oder seinen Schnittschutz, dann würde er disqualifiziert werden für diese Disziplin. Gibt natürlich auch andere Regeln, wie eben zum Beispiel die 10 cm bei der Stocksaw, die nicht überschnitten werden dürfen, oder vollständige Cookies müssen heruntergeschnitten werden. Ein Höhepunkt der Show, die Hot Saw, eine auf 60 PS getunte und 27 Kilogramm schwere Motorsäge. Innerhalb eines schmalen Bereichs von nur 15 cm müssen 3 Holzscheiben gesägt werden. Für Dirk Braun kein Problem. Für die unterschiedlichen Disziplinen hat er sich einen ganzen Maschinenpark zugelegt. Anschaffungswert rund 100.000 Euro. Weichhölzer, Harthölzer, und da muss man verschiedene Äxte für haben. Die Beschaffenheit ist manchmal anders des Holzes, und somit braucht man unterschiedliche Äxte, die man dann eben austesten muss. Und somit habe ich jetzt ungefähr 35 Äxte. 6, 7 Single-Bugs, 2 Hot-Saws und diverse andere Werkzeuge, die man braucht, um sein Werkzeug herzurichten. Dass es auch ohne Motorkraft geht, demonstrieren die Sportholzfäller mit einer 2 Meter langen Handzusäge. Rund 20 Stunden Training pro Woche sind schon erforderlich. Also es ist schwierig zu sagen. Im Winter über kann man mehr in der Halle trainieren. Da haben wir in Stockheim in der Rhön ein Trainingscamp. Da kann man in der Halle trainieren. Und so muss man eigentlich je nach Fitnesszustand 2 bis 3 Mal die Woche trainieren. Gelegenheit für Zuschauer, sich zu beweisen. Und die schlagen sich tapfer. War ganz schön anstrengend. Ich dachte, das probierst du mal aus. Ich bin bei der Feuerwehr. Aber war doch nicht so einfach. Also eine Motorsäge ist leichter zu bedienen. Neben den Shows trainieren die Sportler für die anstehenden Wettkämpfe in Hannover und Oberstdorf. Dort will sich Dirk Braun seinen verlorenen Meistertitel zurückholen. Dürfen auch anfeuern, die Hände rücken.